Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Urago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play XCOM's Enemy Unknown und versuchen gerade hier ein paar Zivilisten den Arsch zu retten. Wobei wir uns ein bisschen schwer tun, muss ich gerade mal so sagen. Aber wir kriegen doch schon alles hin. Erstmal müssen wir hier mal die Freunde ein bisschen sichern. Aber soweit kann die Dame die Grauchgranaten nicht werfen. Das heißt, wir müssen sie noch ein bisschen bewegen. Die Frage ist nur, wohin. Okay, dann geht sie mal nach da. Ich hoffe mal von hier aus, ist dann die Wurfreichweite ausreichend? Naja, auf alle Fälle für ihn. So, da verbessern wir mal den seine Deckung. Alles klar. Okay, was tut ihr? Zum Glück daneben geballert. Da hat ja die Wolke schon mal einmal geholfen. Da hinten haben wir dann die Drohne jetzt. Ah ne, die Disc kommt jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir werden unseren Scharfschützen jetzt verlieren. Es sei denn... Granatenwurf. Okay, wir verlieren unseren Scharfschützen. Und der Scharfschütze wird im hohen Bogen davon geflogen. Wir brauchen dringend Scharfschützen. Weil wir brauchen die ein bisschen sehr. Ja, das ist doof, dass ihr den heile macht. Du, mein Freund, was? Da muss ich jedes Mal neu nachgucken. Deckungsfeuer. Verringern die Zielsicherheit des Ziels und feuert einen zusätzlichen Schuss ab, wenn das Ziel sich bewegt. Nee, brauchen wir nicht. Volles Feuer drauf. Wir müssen den klein kriegen. Und da ist es auch erledigt. War ja super Schuss. So. Und der kann gleich nochmal. Da haben wir da oben 71. Da 71. Ja, dann nehmen wir den da oben, bitte. Und gleich zwei Kills mit einmal. Ja, und tschüss, da hast du es richtig gesagt. So, du kümmerst dich mal um ihn da. Und auch weg. Das ist wohl wahr. So, sonst kannst du ja auch Feldposten machen. So, der Fischer hat noch Sichtkontakt zu ihm da. Und dann soll er ihn auch mal entsorgen. Und er geht auch down. Einsatzziele erreicht. Wow. Gerettete Zivilisten 14, Alter. So viel hatten wir ja noch nie gehabt. Aber leider haben wir wieder mal unseren Scharfschützen verloren. Das ist ganz große Kacke. Aber auf alle Fälle ein super Ergebnis. Ich glaube, dafür gibt es sogar Geld, wenn wir die Mission gut abschließen. Ich glaube, für jeden Zivilisten. Gibt es da Geld? Wir müssen mal gucken, was jetzt eigentlich unsere nächste Main-Quest-Ziel ist. Ja, wir wissen, gefallen. Verwundete. So. Oh, Operation Blutender Donner, Ratsübertragung. Genau, Panik in Asien legt sich. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, kein Geld. So eine Kacke, kein Geld. Aber müssen wir wahrscheinlich dann nochmal auf den Schwarzmarkt gehen, die Finanzwelt XCOM ansehen. Maschinenwartung, verbrauchen wir ein bisschen Kohle. Und zwar der Schwarzmarkt. Mal gucken, was wir verkaufen können. Hier hätten wir noch ein bisschen was. Denke mal, Waffenfragmente. Machen wir hier mal, soll mal auf 5 Dollar kommen. Da vielleicht noch mal ein bisschen was. Ja, das dürfte reichen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas haben. Hier, Mutonleiche. Alles nicht so einfach. Ja. Dünner Mannleiche noch weg. So, Handel abschließen. Damit haben wir ein bisschen Kohle, damit wir hier ein paar Soldaten wieder anheuern können. Und zwar Soldaten anmustern. Nicht drei, sondern nur zwei anwerben. So, da hat sich das auch geklärt. Und wir machen die Einsatzleitung mal. So, in 2 Tagen ist unser Satelliten da. Ich hoffe mal, wir halten so lange durch. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. Werkstattrabatt 4 Dollar. So, wir haben ja 9 Satelliten, da sollten wir dann auch mal in das Lagerzentrum gehen. Und Südafrika, denke mal, wird jetzt der nächste sein, wo wir den hochsetzen. Satelliten starten. Bringt uns 80 pro Monat, aber ist auch da, wo wir noch die meiste Panik haben. So,
Sonst sieht das alles super aus. Also Satellit da starten, bringt ein Wissenschaftler und zwei Ingenieure pro Monat. So, Satellit da starten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, das ist schön. Hammerweilig. Keine Kohle. Achso, da war ja hier Lagezentrum. Genau. Da habe ich ja gerade mit so Ziele. Erforsche den Hyperwellenleuchtfeuer abgeschlossen. Bau den Hyperwellenverbindung, scanne den Hyperraumverbindung. Alles klar. Die Frage, was kostet uns so ein Hyperraum-Dingster-Gedöns, ja? Da müssen wir hier mal reingehen, Einrichtungen bauen. Und zwar, die Frage ist, wo? Da möchte ich die nicht bauen. Nicht genug Geld. Tja, Aufzug bauen, haben wir auch nicht genug Kohle. So, hier könnten wir das Ding hinbauen. Ich möchte einfach nur gucken, was das Ding kostet. Ah, lalala, 175, ja, meine ich. Aber Energie hätten wir genug. So. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir lassen mal einfach die Zeit ein bisschen rotieren. Und dann schauen wir mal, was die Welt so bringt. Der Ratsbericht ist ja auch in 3 Tagen. Oh, Geisterrüstung. Oh, neues Forschungsprojekt. Forschungsbericht. Codename Nachtschatten. Naja, wenigstens ein bisschen was. Eine Weiterentwicklung des Skelettanzugs, von dem wir bereits eine Prototypen gefertigt haben. Sie nutzen die neueste Entdeckung auf dem Gebiet der optischen Tarnung. Die ungewöhnliche Phasenverschiebung des Hyperwellenleuchtfeuers hat uns die Schlüssel dazu geliefert, wie ein Gegenstand außerhalb der sichtbaren Frequenz existieren kann. Wir haben in das Gewebe und äußere Sichtaufbau der Anzug mehrere experimentelle Materialien integriert, sodass der Geisterrüstung ihren Träger jetzt nahezu unsichtbar macht und ihn maximal eine ausweichende Inflationsfähigkeit bietet. Alles klar. Geisterrüstung, wir haben bloß keine Kohle für den ganzen Quatsch zu bauen. Das ist das, was ärgerlich ist. So, neue Forschungsbeginn. Ach, Forschung haben wir zur Zeit keine. Techniklabor, wenn ich hier reingehe und sage, jetzt bauen wir mal so schicke Sachen, hier siehst du ja alles Essig. Haben wir alle nicht genug, es fehlt uns überall die Kohle. Außer hier Satelliten hilft hier das Zielsystem. Das sollte man sowieso mal bauen, falls wieder mal ein Alien-Schiff auftaucht, sind wir die gleich ganz im Arsch. So, Einsatzleitung. Ratsbericht in einen Tag. Eingehende Übertragung. Das ist super. Weiter. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Ich auch. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und ja, so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Alles klar. Damit sieht das eigentlich so panikmäßig gut aus. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Alles klar, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Da sollten wir jetzt allererstes... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Wenn wir das erstmal bauen... 5 Tage... Gegenstände bauen. Chitinpanzer. Geisterrüstung für bestimmt irgendein Material. Titanrüstung. Also scheiß teuer. Das kriegen wir niemals hin. Firestorm. 152. EMP-Kanone. Phoenix-Kanone. Wenn wir einfach die Kohle nicht für den ganzen Quatsch zu bauen. Kampfstimulanz hier, Medic-Pad. Schweres Plasmagewehr. Oh, 207. 470. Kriegen wir da niemals hin. Naja. Schweres Maschinengewehr wäre vielleicht auch noch eine Sache gewesen, die wir vielleicht brauchen. Lasergewehr. Laserpistole. Schwerer Laser. 19. Ja. Da stellen wir auf alle Fälle mal einen her. Auftrag erteilt. Weil uns fehlt immer ein bisschen was davon. Schweres Plasmagewehr. Alles viel zu teuer. Wir werden einfach mal sehen, dass wir jetzt hier Einsatzleitung die Baggerarbeiten da fertig haben. So. Satellitenabdeckung nun verfügbar über Südafrika. Was möchte denn? Der möchte gerne. Oh, Belohnung 630. Kampfstimulanzien. Auf Lager 0. Jetzt nicht, was können wir uns das leisten, die Stimulanzien herzustellen? Und zwar Einrichtungen, wie viele Stimulanzien? Das wären diese hier. Wie viel wollten die davon?
Vielleicht können wir die einfach herstellen und mal gucken, wie lange das dauert. Offene Anfragen. Die wollen davon 8 Stück. Mal gucken, was sie uns 8 da kosten. Alter, das war einmal zu viel geklickt. Technikabteilung, Einrichtung bauen, mal gucken. Die sind noch beim Buddeln. Bauen und von Gegenstände. 8 Stück wollen die Kampfstimulanz hin. Kriegen wir denn das hin? Und was kostet das uns? Das würden wir hinkriegen. Wie lange würde das dauern? Projekt sofort. So, damit kann man ja gleich richtig Kohle machen. Hat sich also gelohnt. Möglich. Hier habt ihr Drogen, Gegenstände ausliefern und 4 Wissenschaftler. 756. Das sieht doch mal super aus. So, Einsatzleitung. Was machen wir denn mit dem ganzen Geld jetzt hier? Gehen wir mal rein in die Gießerei. Verbessertes Medipack, Reparatur, Drohne abfangen. Was haben wir denn da? Wir sind zusätzlich, dass wir unsere Pulsbomben zum Angriff auf genische Drohnen ausrüsten können. Munition sparen. Sollten wir wahrscheinlich auf alle Fälle mal anfangen. Dauer 7 Tage. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. Dann können wir hier noch ein bisschen gucken, was wir hier einstellen, bauen können. Kampfstimulanz in der auf keinen Fall. Wir brauchen keine Drogen, ja. Streulaser, schwerer Laser. Bei den Westen vielleicht hier. Titanrüstung. Die Titanrüstung gehört zu unseren schwersten Modellen und bietet verstärkten Schutz gegen diverse Umweltgefahren wie Feuer, Gift und natürliche Gegner. Bauen wir mal hiervon eins. Auftrag erteilt. Einrichtungen bauen. Und zwar haben wir ja unser Satellitenkontrollzentrum. 150. Wir müssen natürlich im Auge behalten, dass wir das gebaut kriegen mit 175, aber das können wir hier nochmal. Braucht Energie, da fehlt uns dann am Ende die Energie. Das lassen wir mal ganz spontan. Dann haben wir keine Energie mehr. 50, beginnen wir hier mal mit. Gehen wir einfach nach unten sozusagen. So. Dann lassen wir die ganze Welt mal ein Stückchen weiter drehen. Der war ja noch. Grabung abgeschlossen. So, da stopfe ich mal kurz die Abtastung. Jetzt können wir hier die Hyperdingsbumster bauen. Und zwar, genau, bauen 14 Tage. So, haben wir jetzt Kohle für... Nein, da fehlt uns nämlich hier die Energie. Da wäre ich sonst in die Hose gegangen. Einrichtung bauen. Hätten wir jetzt irgendwo noch Platz, ein Kraftwerk zu bauen. Ja, wir können da ein Kraftwerk bauen, aber das bringt nicht so wirklich viel Energie. Da bringt nur 6 dazu. Da würde ich warten, bis hier der Aufzug fertig ist. Dann können wir nicht bei dem Dampf hier das Thermalkraftwerk vielleicht bauen. Wäre auch eine super Sache. Machen wir mal weiter hier. Aufzug in 4 Tagen. Einsatzleitung. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen rotieren. Bestimmt kommt ja hier irgendein Quatsch dazwischen. Zugangslift einsatzfähig. Oh, neues Bauprojekt. Oh, ein Achievement. Das ist auch mal schick. Und zwar, jetzt können wir hier das ausheben. Da möchte ich dann das Thermalkraftwerk hinbauen. Und, genau. Einsatzleitung. Munition sparen in 2 Tagen fertig. Kontakt entdeckt. Oh, Skylancer losschicken. Was haben wir denn da? Die sehen ja alle super aus. Bearbeiten. Bewaffnung. Klamotten, da gibt es nicht. Bewaffnung. Kriegst du wenigstens eins davon? Da haben wir noch ein. Entfernen wir mal. Haben wir noch einen da? Sturm. Nehmen wir den Verdammer noch mit hier. Die ist heavy. Entfernen. Wir gucken, wo haben wir denn die Leute mit der schicken Ausrüstung? Okay, Leute haben wir jetzt genug da, sehe ich gerade. Paul Johnson Sturm. Ja, den nehmen wir da mal mit. Und mal gucken. Den Verdammer würde ich auch gerne mitnehmen. Alt. UFO Landeplatz. Genau, da wollte ich hin. Losschicken. Bearbeiten. Schade, dass man hier nicht sieht,
Wer hier jetzt noch Ausrüstung hat? Rein da. Der ist auch nicht. Die hier vielleicht. Ah, die hätte noch das Equipment. Bin ich doof hier? Genau. Bearbeiten. Bewaffnung. Du brauchst die schicke Klamotten erstmal nicht. Die behältst du einfach mal da an. Damals einmal freigeschaufelt, diese schicke Ausrüstung. Bearbeiten wir das Ganze. Nicht, ja. Entfernen wir das Ganze und jetzt bearbeiten wir das. So. Dann nehmen wir natürlich hier lieber mal die lieben Verdamme mit. Den bearbeiten wir nämlich. Mein Freund Verdamme kriegt wieder mal eine schicke Ausrüstung hier. Naja, kein Plasmagewehr mehr da. 1, 2, 3, 4 Plasmagewehre im Einsatz. Unterstützer. Ich muss mal komplett rausgehen. Gehen wir mal in die Kaserne rein und gucken mal Soldaten anzeigen. Wer hat hier das andere Plasmagewehr? Okay. Alles klar. Wieso hast du eigentlich noch so ein lustiges Gewehr? Bewaffnung. Das packst du mal schnell wieder in den Schrank zurück hier. Oh, jetzt weiter. Dann gehen wir hier mal zurück. So. Das ist okay, Paul Johnson. Gunstmann. Emma auch noch. Also. Haben wir noch ein paar Leute zum Mitnehmen? Gunstmann hier. Komisch, mal alle die gleichen Gesten, wa? Also, lieber Van Damme, da hast du mal die Arschkarte. Du bleibst dich da nicht. Obwohl, nee, der Van Damme ist ja super. Gehen wir hier bis zum letzten. Nein, gehen wir mal zum letzten, der hier eine Plasmagewehr hat. Und zwar ist das er hier. Bewaffnung. Das legst du mal alles fein ab. So, Plasmagewehr brauchst du nicht. Du machst nur Blödsinn damit. Dann das Laserpistölchen bleibt auch hier. Und die Medipacks, naja. Lass mal auch mal hier. Alles klar. Jetzt kann ich mal gucken, wo der liebe... Da war er doch, mein Freund Van Damme. Du kriegst dann doch mal das passende Gewehrchen. So. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht ganz so viel Kacke gemacht. Einsatzleitung, UFO-Landeplatz, genau, den Skylancer losschicken. Mal gucken, wie das aussieht. So, da wäre nämlich noch hier jemand, den Gunstmann, den entfernen wir nämlich. Und nimm dafür noch einen schweren mit. Ihn, sie hier. Bearbeiten die Bewaffnung, kriegst einen schicken Anzug. Für dich haben wir auch ein schickes Laserpistölchen hier. So, und den Scope, damit du was siehst, auf was du ballerst. So, mal gucken, ob wir jetzt hier gar nicht ganz kacke sind. Da mal unterstützen mit Alien-Granaten. Pulsbogen einmal, nochmal Alien-Granaten-Scope. Das sieht gut aus. Also auf die Lopez müssen wir aufpassen, weil die hat nämlich unsere Medipacks. Und ja, wir sind eigentlich zeitlich schon durch. Aber ich denke mal, den Einsatz können wir noch in Ruhe starten. Schon fliegen wir davon. Oh, wo geht's denn diesmal eigentlich hin? Einmal quer durch die Welt. Ach, Australien wieder mal. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ja, beginnen wir mal den Angriff. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Berichten genau. Zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Alles klar, alles töten, was sich da rumkreucht. Das kriegen wir hin. So, aber das werden wir nicht mehr heute hinkriegen, weil nicht unsere Zeit ist nämlich rum mit Let's Play XCOM's Animal Unknown. Die landen noch hier schön. Da mache ich mal kurz die Abmoderation. Hier spricht Big Sky. Genau. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Ja, verstanden, ja. Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Genau, Big Sky, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, weil unsere Zeit ist, wie gesagt, schon rum. Ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß. Wir sind ja einen tierischen Schritt weiter vorangekommen. Dieser gigantische Auftrag mit den Kampfdrogen hat uns ja so viel Geld in die Kassen gespült, dass wir da jetzt auch die nächsten Missionsschritte erledigen können. So, ich hoffe mal,
Ihr seid damit zufrieden, ich schon, weil jetzt kommt nämlich das hier. Hallo, auf Endcard, sage ich mal ganz einfach. Auf dieser schicken Endcard gibt es wieder mal eine Empfehlung von mir. Und zwar, am Wochenende ist hier immer Let's Create Zeit. Und damit ihr wisst, was da so lief, habe ich hier Let's Create Spore. Und zwar Let's Create Spore 69. Das ist die Folge vom Samstag. Da könnt ihr gerne einsteigen, da könnt ihr gerne gucken, was wir am Wochenende so gemacht haben mit den kleinen Kreaturen, mit den Wurakis. Und da nähern wir uns auch so langsam dem Ende. Aber ein paar Folgen haben wir da noch und werden dann noch weiter bauen und basteln. So, bauen und basteln könnt ihr auch, wenn ihr auf den YouTube-Button klickt. Und zwar könnt ihr da euren eigenen Videokanal zusammen basteln, indem ihr entscheidet, welche Videos ihr wann gucken wollt. Mich würde es freuen, wenn ihr dabei seid. Genauso wie bei den Social-Media-Kram wie Google+, Facebook und Twitter. So, ganze Links dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Sonst bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.